Hallo und herzlich willkommen zurück zur Spark Challenge ohne Spark. Zabdadada. Was sehen wir denn hier? Wir sehen, mein Texture-Pack ist wieder drin. Der Zwecks Grunge DB Craft Dingsbums Teil da. Ja, warum ist es wieder drin? Ganz einfach. Ich habe 1000 Versuche unternommen, die Shader zu installieren. Ich wollte ja auf mehrfachen Wunsch hin, wollte ich Shader installieren, Forge muss da mit rein und so weiter und so fort. Hat auch mit Forge alles geklappt, aber die Shader funktionieren nicht. Ja, was ich mache, ich habe 1000 Varianten probiert. Da kackt mir jedes Mal Minecraft ab. Ich habe jedes Mal einen Crash Report, egal auf welche Variante ich das versuche. Es wird einfach nichts. Es klappt nicht. Und nach 1000 Suchen und Google-Verwaltung musste ich dann leider feststellen, dass erstens meine 4 GB RAM schon ziemlich grenzwertig sind, was das Spiel mit Shadern angeht. Übrigens vielen Dank Herrn Bergmann für den Tipp. Und habe mich dann nochmal mit den Grafikkarten ein bisschen auseinandergesetzt und meine kleine Grafikkarte in meinem Laptop hier, die reißt da eben die Hufe hoch und das schafft es einfach nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, ist zwar schade, aber heißt für mich, ich muss mir echt Gedanken machen, wie ich an einen neuen PC ankomme, also so einen Desktop-PC, so einen vernünftigen, großen, schönen, damit ich eben mit Shadern spielen kann. Das zweite ist, was ich ansprechen wollte oder sagen wollte, ich habe, heute müsste jetzt für euch Sonntag sein, ich habe auf dem Samstag keine Folge hochgeladen. Weil, wie man das vielleicht noch ein bisschen hört, mich hat das voll dahin gerafft. Also ich war so weit von im Arsch, was die Rotze angeht. Ich habe wirklich keine Stimme rausgekriegt. Wollte normalerweise für die ganze Woche ja voraus aufnehmen, alles gut, alles schön. Ich konnte einfach nicht, ich habe es nicht hingekriegt. Nicht körperlich, sondern wirklich stimmtechnisch. Keine Chance. Von daher fällt die Samstagsfolge eben leider aus. Kommt aber diesmal auf den Sonntag und ich nehme auch heute noch alle Folgen auf für die ganze nächste Woche, inklusive Wochenende. Muss ich schließlich die ganze Woche überarbeiten und habe dann in der Woche über wenig Zeit, weil, wenn du dieses Video guckst, dann wahrscheinlich aus dem Grund, wie ungefähr 600 andere Leute auch, du kamst ja über den Kanal LP mit Kev zu mir. Denn Teil 2 ist nämlich in Arbeit. Da muss ich Gott sei Dank nicht reden. Bin ich ganz froh drüber. Weil es hätte sich jetzt doch etwas sehr schwierig rausgestellt. Und von daher musste ich leider in den sauren Apfel beißen und mich ein bisschen zurücknehmen, weil, wie gesagt, von meiner Arbeitszeit her von 12 Uhr mittags bis irgendwann spät Mitternacht oder so, da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um zu Kräften zu kommen. Hat jedenfalls so auch nicht erreicht. Ja, weiter. Was war noch gewesen? Ach ja. Ich habe natürlich jetzt wieder, ich habe unheimlich viele Kommentare bekommen. Den Tag, als Kevtet Video hochgeladen hat mit der GTA-Challenge. Ist ja mein E-Mail-Kasten ist ja explodiert hier. Ich dachte abends, ich komme nach Hause und meine YouTube-Benachrichtigung hier, die Box da oben, da die Zahl ist gesprengt. Also für mich total ungewöhnlich, dass da eine dreistellige Zahl stand. Fand ich mega geil. Also ich habe mich riesig gefreut, überhaupt so einen riesen Anhang gefunden zu haben. Dass diese Challenge, dass sie so mega geil angekommen ist. Was will ich jetzt hier machen? Achso, genau, hat eine andere Idee. Und ja, wollte ich einfach nur mal Danke sagen an jeden einzelnen. Ich musste leider mir auch eingestehen, ich kann nicht wirklich auf jeden Kommentar antworten. Es sind ziemlich viele Kommentare. Viele sind auch gleich oder ähnlich. Oder ein Kommentar wie auf Geilo, der natürlich toll ist, weil ich den Hintergrund verstehe. Finde natürlich super, gibt aber keinen Anlass zum Antworten. Also antworten tut man auf Fragen. Das ist mal so eine Frage. Meine ich nicht böse, um Gottes Willen. Alles gut, alles schön.
musste feststellen, dass Kev wirklich eine super geile Community hat. Also ist wirklich absolut bemerkenswert, wer da rübergekommen ist. Vielen Dank nochmal dafür, kann mich nur wiederholen. Hab mich riesig gefreut. Und mal gucken, was mit dem nächsten Teil wird, mit dem zweiten Teil. Wie gesagt, ich bin dabei, gebt mir ein paar Tage Zeit. Ich muss noch ein bisschen zu Kräften kommen, bin teilweise nicht ganz konzentriert, weil man muss ziemlich genau auf den Bildschirm achten. Ich arbeite auf Frame-Ebene, also muss dann wirklich einzelne Marker ziemlich genau hin und her schieben. Und das ist unter Umständen denn nachts um 2, 3 doch schon sehr, sehr, sehr anstrengend. So, dann war aber noch was gewesen. Was war denn das noch? Was war denn das noch? Was war denn das noch? Vergessen. Ach ja, mein Tipp an alle, die sich mit Minecraft noch nicht so gut auskennen. Ich meine, vom Spielen her kenne ich mich natürlich aus. Technisch gesehen bin ich nicht ganz so fit. Also ich würde nie mit Command Blocks arbeiten, weil ich dafür einfach zu doof bin. Sag ich ganz ehrlich. Aber durch meine 1000 oder 5000 Versuche Optifine zu installieren und 5000 Versuche Forge zu installieren wegen den Shadern, musste ich meinen Minecraft-Ordner komplett löschen. Oder ich habe ihn einfach komplett gelöscht und habe dann Minecraft einfach wieder komplett sauber installiert. Weil ich hatte gewundert, beim Löschen des Minecraft-Ordners hatte ich ungefähr 1,2 Gigabyte freien Platz geschaffen. Was total keinen Sinn macht, weil so groß sind meine Welten da drin nicht. Alleine meine Saves, also meine Welten, die ich an sich im Save drin habe, sind ungefähr 240 Megabyte groß, also nur. Ist nicht so wie bei Feed the Beast oder bei Hexet, also weitaus größer. Und habe dadurch festgestellt, habe also nur die Saves eben gesichert, ist klar, muss man nicht erzählen. Die Minecraft-Exe vom Desktop habe ich gelassen, habe die einfach nur wieder neu gestartet. Der hat sich alles wieder komplett sauber neu runtergeladen, habe die Saves reingeschoben in den Ordner wieder. Und die Welt war in Ordnung. Und es läuft jetzt wieder alles wesentlich stabiler. Also ist es nicht mal ein Hardware-Problem gewesen, sondern einfach nur ein Software-Problem, dass man ab und zu mal den Minecraft-Ordner einfach nur mal bereinigen sollte. So als kleiner Hinweis-Tipp von mir an den, der auf die Idee noch nicht gekommen ist. Ich bin es ja vorher auch nicht, bin ich ehrlich. Aber auch nicht so schlimm. Genau. So. Und als letztes noch, was mir in den Kommentaren in der letzten oder vorletzten Folge geschrieben worden ist, die Sache mit meiner Nether-Festung. Also sprich die Idee, eine Nether-Festung oder eine Nether-Kreuzung selbst zu bauen, soll wohl nicht funktionieren. Weil die Skelette nur in random generierten Nether-Festungen spawnen sollen. Okay. Also wenn das wirklich so ist und sich kein Vieh irgendwie blicken lässt bei mir, dann werde ich mir hier Sprengstoff basteln. Ich gucke nämlich gerade, wo mein Schwarzpulver ist. Und dann haue ich die ganze Festung weg und werde dann wegsprengen. Weil dann war alles umsonst. Das heißt, ich muss tatsächlich mir Gedanken machen, wie ich an Looting komme oder an XPs komme. Und ich habe tatsächlich, habe ich eine Idee dazu. Ich muss nur gerade mal überlegen, wie ich das am besten mache mit den Levelpunkten. Aber ich habe eine Idee. Und zwar habe ich zwei Varianten. Also entweder haue ich mir jetzt hier ein paar Öfen hin und haue hier da Pflastersteine rein und ernte so ein paar XPs. Finde ich persönlich ein bisschen blöd. Sehr aufwendig. Lustiger finde ich, eine kleine XP-Farm zu bauen. Muss ich denen, die Idee ist nicht von mir, bin ich ehrlich. Die habe ich in einem Let's Play Together gesehen und fand die Idee eigentlich total toll. Fand ich nicht mal blöd. Und jetzt würde ich nämlich gerne versuchen, einfach nachzubauen. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber schön wäre natürlich. Dazu hätte ich natürlich gerne. Achso, einen Hopper brauche ich noch. Genau. Kein Hopper, ich brauche einen Trichter. Ein Trichter und eine Kiste. Und ja, mein Eisen jetzt hier lassen. Mal kurz mal ein bisschen umdenken hier. Wie war das mit dem Trichter? War das so? So? Wie war denn das mit dem Trichter? Wie war denn das mit dem Trichter? War der Trichter, war der nicht so?
Wie war denn jetzt der Trichter? Der war doch eigentlich. Oder auch nicht. So war er auch nicht. Also ich brauche einen Trichter und eine Kiste. Und oben drüber werde ich mir einfach ein paar Hühner reinschmeißen. So. Und wahrscheinlich wird der ein oder andere jetzt schon sagen, da hat er nicht her. Ja, da habe ich's her. Ist ja auch egal. Ist ja nicht schlimm. Es sind ja keine Patente. Aber wenn sie funktioniert, warum nicht? Mache ich ja eigentlich auch nur um diese. Habe ich denn hier keine Bretter mehr, sag mal? Was sind da die Bretter, wie doof? Was wollte ich sagen? Ach ja, ich mache es ja auch nur um endlich meine. Na, mein Looting-Schwert dran zu kriegen. Damit ich diese ollen Skelette da aus dem Nether wegkloppen kann. Das hat sich raus. Die können wir auch hier lassen. Erde, was weiß ich. Schauen wir mal. Wie war denn das mit dem? Wie war denn das mit dem? Mit dem Trichter? War das nicht? Muss ich mir echt nochmal Gedanken machen hier. So, ich höre da draußen so ein altes Skelett rumhämmern. Apropos rumhämmern. Mal vielleicht was essen zur Abwechslung. Und stell ich wieder gerade fest, was habe ich vergessen? Nicht den Timer, der läuft diesmal. Was ich vergessen habe, ist ganz freundlich die Musik einzuschalten. Na, ist egal, dann machen wir die nächste Folge. Ist ja nicht schlimm. So, doch mal pennen hier. Wen schießen die denn da eigentlich? Aha. Auf meinen Schneegolem haben sie geschossen. Die haben auf meinen Schneegolem geschossen. Sind die denn total bescheuert? Doch voll blöd. So, naja, dann nehmen wir da einen Kürbis mit hier. Habe ich eigentlich noch Kürbis über? Ja, draußen habe ich noch Kürbis, wa? Ja, gut. Komm her hier. Stirb einfach. Was machst du denn hier? Okay. Okay. Ja, kommt mal her hier. Ja, setz dich hin. Setz dich hin, setz dich hin. Du sitzt schon unter der Treppe. Na gut. Mir auch recht. So, erstmal meinen Schneegolem wiederherstellen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier noch Schnee am Start. Jetzt soll meiner verstehen hier. So, zack, 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 zack. Jetzt brauche ich ja zwei Schneeblöcke. Reicht das? Nee, genau. Fehlt mir genau einer. Na, clever. Hatten wir noch was oben drin? Wenn nicht, müsste ich mich mal auf eine 5-Minuten-Reise begeben. Und was holen? Da haben wir Quarzblock. Das war Wolle. Boah. Ist ja wohl nicht wahr jetzt. Aber ihr merkt, wie flüssig das läuft, wa? Ich habe hier echt keine Probleme. Es laggt nicht, nix. Und ich habe nichts an meinem Rechner verändert. Ich habe tatsächlich nur den Ordner gelöscht und habe. Ah ja, haben sie ja. Den Ordner gelöscht und haben wieder neu aufgesetzt. Mehr habe ich nicht gemacht. Voll geil. So. Na gut, dann muss ich mit dem Schnee auf die nächste Folge schieben. Aber ist nicht schlimm.
Weil die Hühnerfarm muss ich ja auch noch bauen. Also die XP-Farm. Oder nächste Folge machen. Mir war wichtig, erstmal Danke zu sagen. Danke für das geile Feedback. Danke für den geilen Support von euch. Danke für die vielen Kommentare. Danke für die vielen Likes. Die zeigen mir einfach, dass ich hier irgendwas richtig mache. Mit Sicherheit nicht so toll oder so professionell wie Kev, Dena, Simon und wie sie alle heißen. Bei weitem nicht. Ja, ich kenne die. Ich gucke sie auch alle. Gar kein Thema. Hilft mir mal so ein bisschen weiter. Ich werde natürlich immer versuchen, besser zu werden. Denn wie mein alter Chef gesagt hat, wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.